Dinge, von denen du dachtest, dass sie in den Müll gehören, Teil 18. Zwiebelschalen. Denn die eignen sich zum Färben von ganz unterschiedlichen Sachen und dafür werden sie zuerst in den Topf gegeben, mit Wasser bedeckt und dann für ca. 10 Minuten aufgekocht, denn so geht die Farbe von den Zwiebelschalen über ins Wasser. Mit dem abgesiebten Wasser können nun ganz unterschiedliche Dinge gefärbt werden. Es kann als Lebensmittelfarbe fürs Kochen und Backen benutzt werden. Und sogar Stoff und Haare können damit gefärbt werden. Und jetzt zur Osterzeit ist es auch eine hervorragende Variante, um natürlich Eier zu färben. Dazu habe ich mit etwas Wachs ein paar Muster auf die Eier aufgemalt und sie dann einfach für mindestens 10 Minuten in die Zwiebelfarbe gegeben. Danach sind die Eier dann orange gefärbt und durch das aufgetragene Wachs werden kleine Muster sichtbar.